Es ist nicht, wie es scheint, aber genau so muss es sein. Lasst euch einfach auf die Magie ein mit Samuel. Ja, Sabrina, wie du an der Musik schon hörst, das wird jetzt ganz magisch, ja. Und zwar, du musst dir vorstellen, ich habe damals mit Seilmagie begonnen, ja, weil ich finde, es ist einer der markantesten Magieinstrumente, sage ich mal. Und ich habe jetzt hier ein sehr stabiles Seil mitgebracht. Ja, du siehst es, es ist wirklich ein ganz normales Seil. Ja. Dieses Seil werde ich jetzt in die Hand nehmen und zack, zack, oder auch nicht, zack, zack, ist ein Knoten hier drin. Ja. So schnell wie der Knoten drin ist, Sabrina, pass gut auf, ist ja auch schon wieder raus. Ja, das magische Seil. Nun geht's noch weiter, Sabrina, und zwar habe ich hier heute einen wunderschönen Ring mitgebracht. Ja. Du siehst ihn, er ist auch knallhart echt. Und Sabrina, ich habe, auch wenn ich dir heute keinen Antrag machen möchte, heute nicht, vielleicht morgen, nein, habe ich eine Ringbox mitgebracht. Und zwar in diese Ringbox werde ich jetzt diesen wundervollen Ring hineintun, ja. Zack, Sabrina. Und jetzt werde ich diese Ringbox vor deinen Augen schließen, hast du gesehen? Vertraust du mir, Sabrina? Oder ist es so bei Magiern immer so ein bisschen, naja? Kritisch. Kritisch. Nein, ich vertraue dir. Okay, du vertraust mir. Ich stelle die Ringbox jetzt hier wieder ab, so mittig, wie es geht. Ich werde ein bisschen Desinfektionsspray rüber machen. Ein bisschen viel. Und darfst jetzt die Ringbox in die Hand nehmen. Ja? Doppelt hält besser. Genau, doppelt hält besser, Sabrina. Du hast den Effekt verstanden. Und Sabrina, dann halt doch einfach mal die Ringbox. Spürst du den Ring da drin? Ich hoffe. Du hoffst es, okay. Gut, Sabrina, dann machen wir jetzt was ganz Verrücktes. Und zwar ein bisschen Feuer. Und dein Ring ist hier in meiner Hand aufgetaucht. Und öffne mal die Ringbox bei dir und im Bestfall ist er dort verschwunden. Nicht drin. Dankeschön, Sabrina. Vielen Dank. Die schöne Ringbox voller Desa.